Hallo und herzlich willkommen bei Chris is Delicious. Heute zeige ich euch, wie einfach wir Pellkartoffeln im Ofen zaubern können. Mein Rezept reicht heute für 4 Personen. Wir bereiten das Ganze nämlich in der Lilly vor, das ist der kleine Ofenmeister. Wer für eine größere Familie kocht, kann das Ganze natürlich auch im großen Ofenmeister machen. Da funktioniert das mit der doppelten Menge an Kartoffeln. Aber für uns reichen natürlich die kleine Portion aus. Das Tolle an diesem Rezept ist natürlich, dass ihr das wunderbar vorbereiten könnt. Zum Beispiel auch schon am Vortag einfach vorbereiten, hier alles fertig machen, im Kühlschrank lagern oder an einem kühlen Ort. Und dann könnt ihr es einfach mittags, wenn ihr es zubereiten wollt, einfach nur noch in den Backofen schieben mit Beilagen oder mit einer Fleischbeilage, wenn ihr wollt. Und so schnell habt ihr dann ein leckeres Mittagessen gezaubert. Ich würde sagen, ich zeige euch schon mal die Zutaten. Für unsere leckeren Pellkartoffeln benötigen wir natürlich einmal 1 Kilogramm Kartoffeln. Die habe ich bereits gewaschen und hier so Stellen, die dunkle Ecken haben und sowas, einfach hier schon mal sauber gemacht. Und mit einer Gemüsebürste vor allen Dingen abgebürstet, damit auch wirklich alles sauber ist. Weil ich esse die Schale immer mit. Dann benötigen wir in etwa 1 Teelöffel Salz, 50 Gramm Wasser. Und hier habe ich noch, das könnt ihr aber wahlweise benutzen, nochmal ein paar Rosmarinzweige. Schmeckt aber auch ohne Kräuter lecker. Als erstes gebe ich jetzt erstmal das Wasser unten in den Boden rein. Wir brauchen im Übrigen den Ofenmeister auch nicht zu fetten. Und dann kommt die erste Schicht Kartoffeln rein. Und dann ist mein Tipp an euch, direkt salzen und dann erst die nächste Schicht drüber geben, sodass das Salz auch wirklich an jeder Kartoffel hängen bleibt. Und jetzt wandert das Ganze mit geschlossenem Deckel im vorgeheizten Backofen bei 220 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 50 Minuten. Wenn ihr eher etwas dickere Kartoffeln habt, dann würde ich 55 Minuten wählen. Schaut einfach so, wie euer Backofen ist. Ich mache immer einfach mit der Gabel einen kleinen Test, indem ich einmal kurz reinpieke und gucke, ob es die Kartoffel weich oder fest ist. Das war es auch schon wieder von mir. So einfach und schnell sind Pellkartoffeln im Backofen gezaubert. Und falls ihr euch jetzt denkt, ach Mensch, so eine kleine Portion im Backofen und dann so lange laufen lassen, ich bereite parallel immer noch was anderes mit dazu. Entweder backe ich ein Brot gleichzeitig mit oder Gemüsebeilage. Es kommt immer darauf an, mit was ihr die Pellkartoffeln essen wollt. Oder auch einfach eine Fleischbeilage im Backofen. Wenn ihr auf verschiedenen Ebenen im Backofen was garen wollt, dann benutzt ihr am besten die Heißluft, denn dann ist alles auch wirklich gleichmäßig durch und verbrennt nicht, denn sonst ist die Hitzeverteilung falsch bei Ober-Unterhitze. Und was wollte ich noch sagen? Also, das Rezept verlinke ich euch wie immer auf meiner Homepage. Der Shop ist genauso verlinkt und ich finde, das Rezept passt jetzt auch perfekt in den Frühling und vor allen Dingen auch zur Fastenzeit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!